Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht hier auf meiner rechten Seite einen 30 Jahre alten Holzstuhl. Den habe ich in der Firma gefunden, den mache ich wieder fit und dann verkaufe ich den im Internet. Und das Geld spende ich einfach. Ich weiß natürlich nicht, was man für so einen Stuhl verlangen kann, aber ich habe auf jeden Fall Bock darauf, den Stuhl zu reparieren. Vielleicht habt ihr auch Bock, mir dabei zuzugucken. Also würde ich sagen, zerlegen wir das Teil und schauen, was wir daran alles reparieren müssen. So, dann nehmen wir erstmal den Stuhl runter, beziehungsweise drehen den so um, dass ich an die Schrauben komme. So, hier haben wir jetzt von innen, Mist, da haben die natürlich auch Nägel reingehauen. Shit. Oh, hier ist natürlich jetzt Leim dran. Da bin ich mal gespannt, wie ich das gelöst bekomme. Auf der Innenseite haben wir hier vier von diesen viereckigen Schrauben. Ich weiß nicht, wie die heißen. So ein 17er. 17 ist zu groß, 16er. Ja. Schauen wir, ob auch ein 15er passt. Vielleicht kommen wir mit einem 15er Maulschlüssel ran. Passt sogar besser, viel, viel besser. Das ist mal eine Schraube. So, alle vier Schrauben sind ab. Die Beine habe ich jetzt beiseite gelegt. Also hier diese Eckverbindungen, die zur Stabilisierung dienen, die sind, glaube ich, an einigen Stellen verleimt. Also die gehen in das Bein hinein. Das ist eine Zapfenverbindung. Und sind dann hier einmal verleimt und verschraubt. Diese Leimverbindung zu lösen, das wird jetzt entweder einfach oder schwer. Also 50-50. Entweder geht das jetzt kaputt. Hier hat es geklappt. So. Probieren wir es aus. Ja, da geht's kaputt. Das geht uns nachher kaputt. Ich versuche es mal mit Klopfen von unten, um das Ganze so ein bisschen durch die Vibration, durch das Klopfen, löst sich das vielleicht besser. Nicht wirklich. Ich will es, wie gesagt, nicht kaputt machen. Ja, es ist kaputt. Hä? Okay. Ging ja doch so einfach. Jawohl. Das kommt wieder hier wieder rein. Hier sind auch jede Menge Leimreste, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Sieht auf jeden Fall sehr schlimm aus. Ist das Knochenleim?
dieses Stück stelle ich jetzt erstmal beiseite. Ich werde die kaputten Stücke erstmal verleimen. Während der Leim nämlich abbindet, kann ich nämlich das andere Stück abschleifen. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier für ein Problem haben. Als nächstes nehmen wir uns hier diese Sitzfläche, das Sperrholz. Übrigens ist das alles aus Buche. Ist auch ein schönes Holz. Dann kleben wir das mal hier wieder rein.
So, ich lasse den Leim jetzt für eine Stunde mindestens abbinden, vielleicht sogar 2 Stunden. Bei den Temperaturen sollte das schnell gehen. In der Zeit esse ich kurz was, trinke einen Kaffee und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Schritt. Hier trage ich noch ein bisschen Hartwachsöl auf. Auch wieder mit dem Schwamm. Jawohl.
Wow. So, dann schrauben wir das mal alles wieder zusammen und gucken uns das Endergebnis an. Ein 30 Jahre alter Stuhl im neuen Glanz. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Es hat mir Spaß gemacht. Das Ergebnis gefällt mir sehr, sehr gut. Man sieht natürlich, dass es ein alter Stuhl ist. Aber was mir persönlich wichtig war, dass der stabil ist und dass die Oberfläche einen anderen Farbton bekommt, dass das Ganze etwas edler bzw. frischer wirkt. Ja, ich würde das jetzt erstmal hier stehen lassen, ein paar Bilder machen und dann kommen die Bilder ins Internet. Und wenn es Interessenten gibt, die den Stuhl haben wollen, dann wird das einfach verkauft. Und mit dem Geld kaufe ich mir ein Eis. Nein, Quatsch. Das wird natürlich gespendet. In diesem Sinne, Leute, danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.